Weihnachtsworte, Weihnachtsorte. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Gottesdienst, in dem wir die Weihnachtsbotschaft, das Evangelium, an verschiedenen Orten in unserer Stadt verkünden möchten. Denn Weihnachten findet statt. Gott kommt uns in seinem Sohn Jesus Christus entgegen. Er kommt als kleines Kind von Bethlehem in unser Leben. In diesem Vertrauen auf einen Gott, der unser Leben teilt und zur Seite steht, wollen wir diesen Gottesdienst nun eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Weihnachten ist das Größte ganz klein. Wir nennen Gott groß, wir nennen ihn allmächtig. Doch an Weihnachten feiern wir, dass er uns nicht fern bleibt, sondern uns nahe kommt, eben dem kleinen Kind in der Krippe, in Jesus Christus, unserem Freund und Bruder. Gott begegnet uns in seinem Sohn auf Augenhöhe. Weihnachten ist das Größte ganz klein. Wir vertrauen auf ihn, der uns in Jesus Christus einen Freund und Wegbegleiter geschenkt hat und wollen beten. Guter und liebender Gott, in der Krippe im Stall zu Bethlehem, zeigst du uns dein menschliches Antlitz. Du, der liebende Gott, bist in unser Leben getreten, machst dich klein, um unser Leben zu teilen. Wir feiern Weihnachten, dass Jesus unser Bruder geworden ist. Er will Licht und Freude in unser Leben bringen. Amen. Weihnachten ist große Freude. Auch wenn dieses warme Weihnachtsgefühl, von denen viele Menschen gerne erzählen, sich in diesem Jahr vielleicht nicht bei allen so einrichten mag, wie das sonst der Fall ist, weil wir uns ja in besonderen Zeiten befinden, ist Weihnachten trotzdem eine große Freude. Eine große Freude, weil Weihnachten zusammenkommen ist. Wir kommen zusammen, so gut wir das können, weil wir ein anderes Zusammenkommen feiern an Weihnachten, nämlich das große Zusammenkommen von Gott und Mensch. Wir feiern, dass Gott selbst auf uns zukommt und Mensch wird, uns ganz nah sein will, im Kind in der Krippe. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr.
Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Weihnachten ist ein Geschenk. Dem würde wohl niemand widersprechen. In normalen Jahren beschäftigen uns Fragen wie: Sind auch alle Geschenke besorgt? Sind die Weihnachtstage mit der Familie gut organisiert? Tannenbaum, Weihnachtsschmuck, Festessen, was fehlt noch, damit alles gut gelingt? Gerade hier auf dem Berliner Platz, in der Mitte unserer Stadt, herrscht ohne Pandemie in der Vorweihnachtszeit pulsierendes Leben. Einkaufen, Kaffee trinken oder Eis essen, zur Post, zum Bus, das alles ist möglich. Und auch hier begegnet uns das Leben in einer Form, die viele nicht verstehen oder verstehen wollen. Eben weil es sich um einen Platz unseres normalen Alltagslebens handelt. Ohne Prunk, pur wie das Leben selbst. Gott begegnet uns nicht nur in Kirchen oder heiligen Plätzen, denn das Wesentliche an Weihnachten ist Geschenk. Ich habe hier aus der Krippe meiner Großeltern dieses Geschenk mitgebracht. Gott ist selbst in der Gestalt von Jesus Christus zum Menschen geworden. Er hat sich ganz klein gemacht. Er will unter uns wohnen und leben. Er will unseren Alltag mit uns teilen. Wir können überall unsere Bitten und unseren Dank an ihn richten. Er teilt unsere Sorgen und Nöte und will uns die Kraft geben, den Herausforderungen unseres Lebens zu begegnen. Und so können wir auch hier auf dem Berliner Platz die Gegenwart Gottes erfahren und uns in seiner Gnade wissen. Auch hier im Jahr 2020, ein Jahr, das unser gewohntes Leben erschüttert und viele liebgewonnenen Gewohnheiten zur Gefahr macht. Wir können unsere Verantwortung nicht auf Gott abwälzen und erwarten, dass er die Probleme löst, die wir selbst geschaffen haben. Es liegt an jedem von uns, alles in seiner Kraft Stehende zu tun, um sich und seine Mitmenschen zu schützen. Deshalb finden auch an diesem Weihnachten keine Gottesdienste in den Kirchen statt. Ich lade Sie deshalb ein, unsere digitalen Angebote zu nutzen oder zu Hause Weihnachten einmal anders zu feiern. Nicht mit vielen Päckchen, sondern mit dem Weihnachtsevangelium, dem Wort unseres lebendigen Gottes und im Zwiegespräch mit Gott. Schenken Sie sich selbst diese Weihnachten einmal Zeit, um sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und schöpfen Sie Kraft aus der Gewissheit, dass einer da ist, der uns trägt. Dies ist das größte Geschenk, das wir erhalten können. Gott schenkt sich uns an Weihnachten als Mensch. Gerade als Mensch. Bleiben wir doch also auch einfach mal Mensch. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Weihnachten, bleiben Sie gesund.
Weihnachten ist, fürchtet euch nicht. Draußen auf dem Feld waren die Hirten bei den Schafen. Alles war dunkel. Und auf einmal ist da ein helles Licht und eine Stimme spricht, fürchtet euch nicht. Wann habt ihr euch das letzte Mal gefürchtet? Vielleicht bei den neuen Corona-News oder als man auf eine Diagnose vom Arzt gewartet hat. Kinder fürchten sich oft im Dunkeln. Oder ich persönlich habe große Furcht vor großen Spinnen. Manchmal hilft es, eine Kerze anzuzünden, um die Situation zu erleuchten, um den Raum zu erhellen oder einfach um Gottes Beistand zu bitten. So wollen wir nun unsere Lichter anzünden und Gott unsere Fürbitten anvertrauen. Guter Gott, rund um den Erdball wird Weihnachten gefeiert. Öffne unser Herz für deine Liebe zu allen Menschen, für die Jesus in unsere Welt gekommen ist. Lass dein Licht leuchten über alle Menschen, die mutlos sind und keinen Ausweg wissen. Lass dein Licht leuchten über alle Menschen, die krank und traurig, einsam und verlassen sind. Lass dein Licht leuchten über alle Menschen, die in Streit miteinander leben. Lass dein Licht leuchten über alle Menschen, die um einen Verstorbenen trauern. Vielleicht haben Sie, vielleicht habt ihr auch noch ein Anliegen auf dem Herzen. Dieses dürfen Sie, wenn Sie mögen, jetzt aussprechen. Guter Gott, durch deinen Sohn hast du der Welt dein Licht geschenkt. Wir danken dir für deine Liebe, mit der du uns jeden Tag aufs Neue beschenkst und preisen dich bis in alle Ewigkeit. Amen. Auch wenn wir jetzt vor Ort hier nicht gemeinsam beten können, so sind wir doch gemeinsam im Gebet verbunden. Und ich lade jetzt alle ganz herzlich dazu ein, gemeinsam das Vaterunser zu beten. Die Kinder kennen das, dass man das Gebet nicht nur mit der Stimme sprechen kann, sondern auch mit Gesten, mit dem ganzen Körper beten kann. Und ich lade dazu ein, wer mag, das mitzutun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des menschgewordenen Gottes, er sei mit uns allen. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes möchten wir Ihnen auch noch den Segen mit nach Hause senden. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache unsere Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten
ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er auch unser Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke allen Menschen guten Willens seinen Frieden. Durch ihn vereine uns mit der Kirche des Lebens. Das gewähre auch uns, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Weihnachten ist zu Hause sein. Ich entzünde jetzt Teelichte mit dem Licht aus Bethlehem. Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei guter Gesundheit bleiben oder wieder gesund werden. Wir wünschen und hoffen, dass dieser Gottesdienst etwas Licht und Hoffnung nach Ihnen zu Hause gebracht hat. Und wir wünschen Ihnen und uns ein friedvolles, gesundes neues Jahr 2021 und dass wir uns ganz oft und ganz viel wieder persönlich begegnen können.